Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Zum Ersten will ich nochmal auf den Bankenstresstest eingehen. Diejenigen, die jetzt schon nach Entwarnung rufen, die sind, glaube ich, schlecht beraten. In der Tat hat der Stresstest bewiesen, dass insbesondere die Banken in den Krisenländern den Test zum Teil nicht bestanden haben. Das verwundert natürlich gar nicht. Schließlich hat die Politik von Frau Merkel dazu geführt, dass in diesen Ländern die Wirtschaft nicht besonders gut dasteht und eine Politik gemacht wird, die nachhaltig diese Länder und damit auch das Finanzsystem dieser Länder in die Krise bringen musste. Aber davon zu reden, dass die deutschen Banken außen vor sind, ist, glaube ich, unter den Bedingungen einer Währungsunion und einer faktischen Bankenunion eine völlige Illusion. In der Tat kann man davon reden, dass wir hier alle in einem Boot sitzen. Sobald Krisenprozesse irgendwo anfangen, werden die alle Banken erreichen, weil sie so miteinander wirtschaftlich verbunden sind, dass in der Tat das krisenauslösende Prozesse sind. Und wir sind nicht die Einzigen, die davor warnen, dass sich gerade wieder eine Spekulationsblase im gesamten Euroraum aufbaut. Zum ersten Mal haben ja auch die Banken in Deutschland mehr Geldeinlagen als Kreditvergabe, was ja darauf hindeutet, dass insbesondere die Wirtschaft im Währungsraum, im Euro-Währungsraum nicht auf die Füße kommt. Die Banken werden in der Zukunft insbesondere darunter leiden, dass nicht das Kreditangebot das Problem ist, sondern die Kreditnachfrage. Und wenn man das ändern will, dann muss die Wirtschaft im Euroraum wieder auf die Füße kommen. Das muss aber bedeuten ein Ende der Sparpolitik. Das muss bedeuten, dass wir ein großes Zukunftsinvestitionsprogramm für den ganzen europäischen Raum brauchen. Und das muss bedeuten, dass Europa insgesamt wieder auf einen wirtschaftlichen Wachstumspfad zurückkommt. Das Nichttätigsein der Regierung in wirtschaftspolitischen Fragen, gerade in Deutschland, ist im besonderen Ausmaß schädlich, weil damit auch die deutsche Wirtschaft als Konjunkturlokomotive ausfällt. Zweite Thema. Die Neonazi-Hooligan-Krawalle von Köln. Wir haben am Wochenende den größten gewalttätigen Aufmarsch in Deutschland in den letzten Jahren erlebt. Es war von Anfang an klar, dass das eine Demonstration von Rechtsradikalen und Neonazis sein wird. Der Titel "Wir demonstrieren gegen die Salafisten" war von Anfang an ein Trugschluss. Es ging immer gegen Ausländer und es ging darum, gegen die Polizei vorzugehen, wenn eben keine ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen greifbar sind. Ich habe schon geäußert und da bleibe ich auch dabei, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass diese Demonstration überhaupt genehmigt wurde, obwohl von Anfang an der ausländerfeindliche Charakter und der neofaschistische Charakter und gewalttätige Charakter dieser Demonstration klar war. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Polizei schlecht vorbereitet war. Man kann sogar von einem Staatsversagen reden. Und ich glaube, der Innenminister von NRW, der Herr Jäger, ist noch Rechenschaft über diesen Vorgang schuldig. Er muss erklären, was da eigentlich passiert ist. Am Wochenende haben wir erlebt, dass es mehrere Parteitage in Thüringen gab, insbesondere der SPD und die Linken. Auch die Grünen haben sich einstimmig für Rot-Rot-Grün in Thüringen ausgesprochen. Der Zug zur Fahrt in die Rot-Rot-Grüne Koalition ist, glaube ich, nicht mehr zu unterbrechen. Er hat Fahrt aufgenommen und es wird am Ende eine rot-rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Ramelow herauskommen. Mich hat sehr gefreut, in welcher Geschlossenheit alle Parteien diese Entscheidung gefällt haben oder diese Vorentscheidung gefällt haben. Ich bin auch überzeugt, dass die SPD-Mitglieder beim Mitgliederentscheid mehrheitlich der Empfehlung ihres Landesvorstandes folgen werden. Ich glaube, dass von Thüringen, wenn es ein Erfolgsmodell wird, durchaus Ausstrahlung auch für die Bundespolitik ausgeben kann. Schon heute zeigt sich, dass wir in drei Punkten einen Politikwechsel haben werden, wenn alles so kommt, wie ich das voraussagen will.
Erstens, wir werden ein sozialeres Thüringen bekommen, also einen Politikwechsel in Richtung soziale Gerechtigkeit. Zweitens, wir werden mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung bekommen. Und drittens, wir werden einen anderen Umgang mit den Koalitionspartnern erleben, als das die CDU bisher gepflegt hat. Ich glaube, dass die künftige Regierung in Thüringen auch im Umgang mit den Koalitionspartnern für einen neuen Politikstil stehen wird, der Ausstrahlung weit über Thüringen hinaus bekommen hat. Dass einige CDU-Politiker jetzt den Teufel an die Wand malen, die Vergangenheit beschwören und den Untergang Thüringens herbeireden, darf nicht weiter verwundern. Sie sind daran gewöhnt seit 24 Jahren, dass sie Staatspartei sind. Die Demokratie lebt aber vom Wechsel. Und die CDU soll sich doch bitte darauf einstellen, eine vernünftige Oppositionspolitik zu machen. Daran muss sie sich sicher gewöhnen. Sie ist als Thüringen-Partei angetreten. Sie neigt aber gerade dazu, eine Anti-Thüringen-Partei zu werden. Letzter Punkt, Wahlen in Brasilien und der Ukraine. In Brasilien konnte Dilma Rousseff das Präsidentenamt verteidigen. Das freut uns sehr, dass die Linke weiterhin dort das Präsidentenamt stellt und ihre Politik fortsetzen kann und kein Rechtsruck passiert. Wir gratulieren ihr zur Wahl. Das Wahlergebnis in der Ukraine steht noch nicht hundertprozentig fest. Wir hoffen sehr, dass die Stärkung des Poroschenko-Lagers dazu genutzt wird, Frieden im Ostteil des Landes herzustellen. Ich glaube, jede Neigung, jetzt durch dieses Wahlergebnis den Konflikt weiter zu verschärfen, wäre der falsche Weg. Es müssen jetzt Angebote gemacht werden, tatsächlich das Land zu befrieden und zu einigen. Es wird ja nicht ganz so einfach sein, weil auch einige Feigen natürlich gestärkt wurden und immerhin zwei rechte Parteien bis faschistische Parteien mit ca. 13% in das Parlament gewählt wurden. Man kann nur hoffen, dass ihre Stimme nicht ausschlaggebend für die Politik in der Ukraine sein wird, wenn in der Tat das Land befriedet werden soll.